Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Let's Test auf diesem Kanal. Es geht um Super Kirby's Clash. Vor langer, langer Zeit, in einem Reich weit, weit entfernt, gab es das friedliche Land Dream Kingdom. Eines seltsamen Tages begann Hornram die Küste zu verwüsten. Und so brach Team Kirby auf, um dem Königreich den Frieden zurückzubringen. Ich habe das eben schon einmal aufgenommen. 40 Minuten ging die Aufnahme. Und dann habe ich gemerkt, yo, shit, du hast die Audiospuren in OBS nicht richtig eingestellt. Und deswegen war jetzt kein Mikrosound da, sondern nur das Spiel. Und ich hatte keine Lust, da nochmal drüber zu kommentieren oder so. Deswegen müssen wir das jetzt leider so machen. Meine Ersteindrücke sind jetzt leider schon weg. Aber ich kann sagen, das Spiel ist schon eigentlich ganz geil. So viel hat man am Anfang auch nicht verpasst. Der Typ ja sagt einem halt, ja, ey, da ist ein böser Typ am Strand, mach den mal kaputt. So, egal. Was gibt's sonst noch so? Der Typ gibt dann halt immer Aufgaben, dann hat man hier so einen Baum im Hintergrund, den kann man einmal am Tag, glaube ich, ernten und da kommen dann solche Juwelen, Apfeldinger runter, richtig schade alles. Man kann Amiibos benutzen, aber nur 5 am Tag, habe ich auch gemacht, dafür kriegt man dann so komische Steine. Und mit diesen Steinen kann man nämlich im Kramladen Sachen kaufen, wie zum Beispiel Waffen, die einen stärker machen. Achso, das ganze Spiel ist ein RPG und kostenlos von Nintendo. Heißt, wenn ihr die Online-Mitgliedschaft von Nintendo habt, dann könnt ihr euch dieses Spiel kostenlos laden. Und typisch für ein RPG ist natürlich, dass man sich Ausrüstung und so kauft und auch verschiedene Klassen hat. Hier haben wir zum Beispiel Waffen für einen Ritter, denke ich mal. Also der hat so ein Schild und ein Schwert und hat da dann auch verschiedene Angriffsmuster. Das zeige ich euch gleich aber. Dann gibt es hier noch so einen Hammer-Typen. Ich denke mal, der ist einfach noch stärker als der Ritter. Also der Ritter ist halt eher so, keine Ahnung, der kann angreifen, aber auch verteidigen. Ist halt so ein Allrounder. Dann hat man hier diesen Hammer-Time-Typen. Der macht einfach nur ultra den Damage. Dann hat man hier noch so einen Professor-Dude. Der kann einen, glaube ich, verstärken und so. Mit seinen Fiolen. Und dann hat man noch einen Magier, der kann die Zeit anhalten und aus dem Hintergrund angreifen. Ja, ja. So, ich habe jetzt schon die Klingenmeisterschwert mir gekauft. Damit wird man jetzt stärker. Man kann hier alles kaufen. Das kostet dann oben rechts, seht ihr das, wie viel das kostet. Das kostet zu einem diese ganzen verschiedenen Steine. Bisher habe ich das mitbekommen, dass die roten Steine nicht am seltensten sind, sondern am häufigsten sind. Und am seltensten sind diese gelben. Keine Ahnung, ob später noch andere Steine kommen. Und man braucht halt für alles auch diese komischen Juwelenäpfel. Und apropos Juwelenäpfel, Leute, da können wir auch mal Apfeljuwelen hier in den Nintendo eShop gucken. Denn natürlich, natürlich, das Spiel ist natürlich umsonst, aber man kann sich natürlich etwas nachkaufen. Und zwar kann man 50 Äpfel nachkaufen, die gerade im Deal sind, Leute. Richtig gutes Schnäppchen. Für 49 Cent, das heißt, ein Apfel kostet dann so 1 Cent. Und die Sache ist aber auch, wenn ihr Geld ausgibt, ich glaube, nur dann kann der Baumlevel sich erhöhen. Steht hier auch, erhöht sich dein Baumlevel auf 3. Und dann kann der Baum nämlich 20 Apfeljuwelen auf einmal innehaben. Ich glaube, mein Baum ist jetzt Level 2 und kann nämlich nur 10 Äpfel innehaben. Das heißt, man bekommt doppelte Sachen. Man bekommt nicht nur die Äpfel da, diese 50 Äpfel, sondern auch der Baumlevel geht höher. Und ja, die Äpfel braucht man halt, um sich alles Mögliche zu kaufen. Das geht bis 40 Euro runter und da spart man da ganze 10 Euro angeblich, wenn man sich 5000 Äpfel kauft. So viel dazu. Ansonsten gibt es halt noch richtig viele Sticker. Die sehen auch alle richtig cool aus. Die kann man dann online vor dem Match und auch während des Matches und ich glaube sogar nach dem Match rumspammen. Ich gehe die einfach mal so durch, die sind nämlich richtig cool. Verdiente Pause. Oh, los, alles ab, du schaffst das. Hier, Kirby 8 habe ich mir auch schon gekauft, weil der einfach super cool aussieht. Kostet natürlich auch alles diese Juwelenäpfel. Und wir gehen die mal einfach ganz schnell durch. Lebewohl. Kämpfen wir. Sorry, verspätet. Oh, wir erwartet. Gerne wieder. Viel Glück. Juhu, schön. Ja, tschüss. Tada. Wunderbar. Dann mal los. Flatter, flatter. Bitte warten. Hey, hey. Haha. Ein bisschen geht noch. Sorry, verspätet. Nicht schlecht. Tschüss. Ich behalte dich im Auge. Starre. Bis dann. Alles, was ich brauche. Ziemlich gut. Zusammen. Ah, du schaffst es. Störjure. Keine Ahnung. Ich brenne. Gibt's ihnen Stö? Und noch weitere, die man anscheinend freischalten kann. Ich weiß nicht, ob es nur 2 gibt oder noch mehr, aber so ist das auf jeden Fall. Und dann kann man hier sich halt alles Mögliche kaufen. Rüstung macht einen stärker, dann hält man mehr aus. Da gibt es auch richtig coole. Ich glaube, ich kann mir sogar mal einen kaufen, oder? Guck mal, ich kann mir sogar schon den besseren Helm hier kaufen. Den Reckenhelm, den hole ich mir für meinen kleinen Dizzy. Mein Dizzy-Abenteuer-Dude. Jetzt hat er einen coolen Reckenhelm auf. Nice. Hilfs-Items macht, dass man mehr Kraft hat, also dass man mehr aushält oder dass man mehr Angriff hat oder dass man mehr Erfahrung bekommt. Die sind allerdings recht teuer und deswegen hole ich die nicht. Auch noch spezielle Sachen hier für die Magie-Leute.
dass die, oder für alle sogar, dass alles stärker wird. Cool, aber ist, glaube ich, immer nur für eine Mission oder so, deswegen ist das sehr, sehr teuer, wenn man die mitnimmt. Ah ja, so viel dazu. Ansonsten gibt es hier noch die Abenteuerglocke, die kann man, glaube ich, auch nur einmal am Tag genau läuten. Und da kriegt man dann, man kann das auch mit Apfeljuwelen kaufen, dann kriegt man von random Leuten aus dem Internet, diese Kirbys, die hier rumstehen, das sind nämlich random Leute, die das Spiel auch mal gespielt haben und ich glaube auch mal die Abenteuerglocke geläutet haben. Die erscheinen dann, in meinem Fall waren das glaube ich so 6 Stück oder sowas und die geben einem dann auch diese Kristalle, die man braucht, um sich Sachen zu kaufen. Und ja, da kann man mit denen so sprechen und dann sieht man, ah, guck mal, der ist Level 3 und sein Heldenrang ist schon 7 von 900 und welche Medaillen der bekommen hat und sowas kann man dann alles sehen. Und das Coole ist, mit denen kann man aber auch in den Missionen dann spielen. Dann gibt es hier noch so ein Geheimwort. Da kriegt man Belohnungen, wenn man ein Geheimwort weiß. Ich weiß keins. Das ist so ein bisschen wie bei Pokémon. Da gab es doch auch sowas Ähnliches. Ich vermute mal, genau, dass man da wirklich ein Geheimwort braucht. Und das wird wohl Nintendo dann irgendwie auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt geben oder so. Und dann kann man sich vielleicht ab und zu mal Belohnungen abholen. Genau, ansonsten gibt es hier noch diesen Missions-Tab, das ist wohl das Interessanteste. Da gibt es dann zu Anfang nur die Story-Mission bis zur dritten Mission, dann kommen auch die Party-Mission. Wir gucken uns beides einmal an. Denn in der Story-Mission, wir machen das einfach mal von Anfang an, dann seht ihr das. Ah, jetzt sind hier sogar noch mehr. Am Anfang war hier nur ein Hornram. Aber jetzt gibt es hier auch den Pixie Waddle the Giant und den König Lupsch. Krasser Scheiß. Da sieht man dann auch, welches Level empfohlen ist. Ich bin gerade Level 4 sogar schon. Und welche Belohnung man bekommt. Da ich aber den Hornram letztes Mal nur mit Bronze gemacht habe. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Wir haben das mit Absicht so gemacht, dass man am Anfang nicht so gut ist und gleich Gold bekommt, damit man die häufiger spielen muss, um Gold zu bekommen. Ah, und jetzt bin ich Level 4 und jetzt sollte das bestimmt viel einfacher gehen. Das geht nämlich nach Zeit, je nachdem wie schnell man ist, umso eine bessere Trophäe bekommt man. Jetzt habe ich natürlich sehr viel gelabert, ohne zu spielen, ne? Und das kostet aber 5 Elan und oben rechts seht ihr, wie viel Elan man hat. Ich habe jetzt 13, das steigt mit jedem Level um 1, soweit ich das gesehen habe. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Pro Elan dauert das irgendwie 7 Minuten, bis das wieder voll geht. Aber wenn man Level aufsteigt, dann ist die Elan-Anzeige wieder voll. So, soviel dazu. Und die kann man bestimmt auch mit diesen Juwelen da wieder kaufen, mit diesen Apfeljuwelen. Und wir haben jetzt verschiedene Mitspieler, die können wir auch aussuchen. Wir können uns auch selber verändern. Wir können zum Beispiel sagen, unsere Rolle ändern, dass wir nicht das Heldenschwert haben, sondern den Schwerhammer oder ein Wunderdoktor sind oder ein Magie-Dude. Aber bisher habe ich immer mit dem Ritter gespielt, deswegen spiele ich den jetzt auch. Aber wir können die anderen eigentlich mal anpassen. Obwohl, jetzt haben wir alle Rollen hier einmal drin. Und ja, das sind halt die anderen Leute, die da bei dieser Heldenglocke waren. Oh, und ich glaube... Nee. Okay, Mitspieler sind nicht die, die bei der Heldenglocke waren, sondern... Ja, halt... KI. Aber man kann hier auch die anderen Leute von der Glocke sich angucken. Und die scheinen sogar besser zu sein als die KI. Komm, wir spielen hier mal mit dem... Nazca. Nazca spielt mit und ich will nicht mit der KI spielen, auch wenn die alle Level 4 sind, aber ich will mit den anderen hier spielen. Spielen wir hier noch mit Subspace, der sieht ja auch ganz gut aus und Magier hätte ich trotzdem gerne noch. Haben wir? Oh, und wir haben ja sogar einen Magier noch. Whip to Bojoteldo. Okay, klar. Und hier kann man auch die Sticker benutzen. Hier, mein neuer Sticker. Oh, ihr seid alle so toll. Gut, kämpfen wir jetzt gegen den Hornram. Why not? Das hat uns jetzt 5 Elan gekostet. Heißt, wir müssten 35 Minuten warten, dass dieses Elan wieder voll geht. Die Elan-Anzeige ist übrigens verschieden von den Story-Missionen und von den Online-Missionen. Ja, das kann man hier verschiedene Attacken machen. Wenn ich nach links halte oder nach rechts halte, dann machen wir so eine Attacke, die durch den Gegner durchgeht, wenn ich am Boden bin. Hier, seht ihr? Also ich bin dieser pinke Kirby, ne? Seht ihr? Man kann auch ein Schild machen. Wenn der Gegner jetzt angreift, dann sind wir alle richtig geil geschildet. Geht allerdings nicht für immer. Erinnert ein bisschen an Super Smash Bros, möchte ich meinen. Heißt, wenn ich ein Schild mache und dann in eine Richtung gehe, dann weicht er auch zu einer Seite aus. Ansonsten kommt immer von oben noch ein bisschen Essen runter. Oben seht ihr die Leben, die jedes Teammitglied hat. Man kann seinen Schlag auch aufladen. Hier, eins. Warte, ich will meinen Schlag aufladen. Eins, zwei mal aufladen und dann kann man so eine... Mano. Auf mich anzugreifen. Dann kann man so eine Drehattacke machen. Jetzt ist der schon tot. Und dann stirbt er schneller. Okay, das sollte auf jeden Fall Gold sein. Das ging ja jetzt viel, viel schneller. Am Anfang hatte man nämlich eigentlich nur 2 Leute, die da einem geholfen haben. Trotzdem nur Silber, krass. Für Goldrang hätte ich noch 8 Sekunden schneller sein müssen. Das ist sehr hart getaktet mit der Zeit. Und es gibt immer noch so Nebenmissionen, wo man dann noch mehr von diesen Apfeljuwelen bekommen kann. Alles soweit klar, ne? Halt RPG-mäßig alles, Leute. Ja, soviel zum Story-Modus. Kostet halt alles sehr viel Elan. Somehow. Ich glaube, am Anfang ist das halt so, dass man immer noch ein Level aufsteigt und dann ist die Elan-Anzeige sowieso wieder voll.
Und ich würde sagen, dann schauen wir uns jetzt nochmal ganz kurz die Party-Mission an. Denn da spielt man mit anderen Leuten. Man kann sowohl auf einer Konsole spielen, mit bis zu 4 Leuten. Aber man kann auch auf 2 Konsolen spielen, wenn man will. Auch bis zu 4, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob dann 2 auf einer Konsole spielen können. Also pro Konsole oder wie das dann ist. Gar kein Plan. Oder man kann halt in die Online-Plaza gehen. Da sind momentan natürlich auch sehr, sehr viele Leute. Weil das Spiel wurde ja jetzt heute Morgen erst bei der Nintendo Direct um 0 Uhr angekündigt. Und ist wie Tetris 99 halt umsonst. Ich hoffe, es bleibt Switch-exklusiv und wird nicht irgendwie noch ein Handyspiel werden. Das wäre ganz schön. Obwohl ich sagen muss, weil die Steuerung ja so ein bisschen anders ist, ist das vielleicht schwieriger, das auf dem Handy zu portieren. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich auch so bleibt, dass es nur auf der Switch ist. So, was kann man hier noch einstellen? Man kann nur mit Freunden spielen. Das ist schon mal sehr gut. Das geht bei anderen Spielen ja nicht, dass man nur mit Freunden spielen kann. Mario Maker 2. Also hier geht das. Ansonsten kann man natürlich noch Spiele finden von den anderen Leuten. Da sind auch sehr, sehr viele. Beziehungsweise, wenn man da versucht, in irgendein Spiel reinzugehen, das ist immer sofort voll. Bringt nichts, also muss ich meinen eigenen Spieler stellen. Wir gehen natürlich trotzdem auf die Dünen und machen Team-Erstkontakt einmal, ja. Und ihr werdet sehen, also eben hatte ich das so, ich habe das Spiel noch nicht mal ganz erstellt und es waren schon 4 Leute einfach drin. Mal gucken, ob das diesmal genauso ist. Ja, sie sind einfach schon instant drin. Den Shadow, den Aiden und Mitspieler 3. Ne, da ist ein neuer, Bollyhead. Ah, man kann auch online also mit KI spielen. Ja, ich habe auch einen Sticker. So, wenn dann alle ready sind, dann kann man spielen. Ja! Cool, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie wir aufgestellt waren. Ich glaube, wir haben 2 Ritter, ein Magier und ein so ein Wissenschaftler, ne? Ich glaube schon. Ihr habt vielleicht eben noch gesehen, bei dem ersten Gegner... Ne, kein Wissenschaftler. Keiner will den Wissenschaftler spielen, das ist voll doof. Der erste Gegner hat eben solche Steintafeln fallen gelassen. Nein, bitte, ich möchte mein Dings aufladen. Und wenn jeder der Mitspieler diese Steintafeln aufsammelt, dann macht man eine super Attacke, da kommt dann so ein Quicktime-Event und das muss jeder Spieler einmal machen. Und je nachdem, wie gut man in diesem Quicktime-Event war, umso mehr Schaden macht man zum Gegner. So, das war jetzt hier nur der erste Gegner, jetzt kommt nämlich noch der andere, der Dr. Freezybart. Nee, Dr. Icebart, so hieß er. Und das ist eigentlich ganz cool. Ich hoffe, ich kann das nochmal zeigen. Denn letztes Mal, oder in der ersten Folge, die ja leider jetzt weg ist, die war nämlich richtig gut. Und Ersteindrücke und so. Aber da hatte ein Typ leider so diese Tafel nicht eingesammelt und dann konnten wir die Attacke nicht machen. Fand ich ein bisschen schade. Ich hoffe, ich kann das wirklich noch zeigen. Ja, ansonsten von den Movements, man kann ganz normal, wie Kirby halt ist, rumfliegen. Man kann so eine nach unten Attacke machen, man kann aber auch eine nach oben Attacke machen. Wenn man einfach stehen bleibt, dann macht man eine normale Attacke und wenn man in eine Richtung guckt, während man angreift, dann macht man so eine Stichattacke. Und man kann halt noch seinen Angriff aufladen und dann so eine Wirbelattacke machen. Zack. Und da habt ihr eben gesehen, der Aiden hat jetzt... Aiden und der Bollyhead haben schon so eine Steintafel eingesammelt. Wenn wir den jetzt noch ein bisschen angreifen, da ist eine dritte Tafel. Die sammelt jetzt der Shadow ein. Und wenn ich dann auch noch eine Tafel bekomme, dann können wir halt so eine Superattacke machen. Ich hoffe, wir kriegen das noch hin. Da! Meine Tafel! Komm! Jetzt haben wir alle eine Tafel und jetzt sollte... Genau. So eine Superattacke kommen. Und da muss man dann einfach in 7 Sekunden möglichst genau in der Mitte treffen. Und je nachdem, wie gut man das gemacht hat, wow, 3 haben einfach nur gut gemacht, kommt dann so eine Superattacke, so eine Koop-Team-Meteor-Attack. Und die macht dann richtig den Damage. Wow, der sollte jetzt richtig kaputt sein. Der lebt immer noch? Wie krass ist er denn? Okay, der ist heftiger als sonst. Ja, wir haben geschafft. Sie haben mich. Okay. Gut gemacht. Immer Sticker-Spam, das ist das Wichtigste in diesem Spiel. Sticker. Ja. Wieder nur Silber, schade. Von Bollyhead besiegt, siehst du mal. Hat er bestimmt noch einen Bonus bekommen dafür. Ach ja, online bekommt man auch mehr XP und ich glaube auch mehr Belohnungen. Heißt, online spielen bringt sogar mehr. Also die LAN-Anzeige, wenn man hier reingeht, seht ihr oben rechts, die obere Anzeige ist halt für den Story-Modus und die untere, die grüne Anzeige ist für den Party-Modus. Und die sind auch getrennt voneinander, das ist sehr nice, finde ich. Dann kann man nämlich beides immer wieder spielen. Und finde ich gut, dass sie das nicht in eine LAN-Anzeige reingepackt haben und einen da quasi melken wollten. Ich kann mir aber vorstellen, dass man diese LAN-Anzeige natürlich mit den Juwelen, Äpfeln da noch aufstocken kann. Ja, aber das ist erstmal das Spiel soweit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit den Leuten, mit denen ich gerade online gespielt habe... Oh, wo sind denn meine ganzen Leute hier hin? Jetzt sind die alle weg. Gibt's ja gar nicht. Ob ich mit denen jetzt auf Mission gehen kann? Wir können ja noch einmal kurz gucken. Story-Mission. Dünen. Dr. Eisbert. Nee, den haben wir gerade gesehen. Dann machen wir hier nochmal Pixie Waddle die Gigant. Sind die jetzt alle weg? Warum ist denn nur noch der Noel da?
Hä? Kann man die nur einmal auswählen pro Fight oder was? Das ist ja doof. Na gut, komm, den machen wir noch einmal kurz. Aber ja, viel mehr gibt's zu dem Spiel gar nicht zu sagen. Es macht recht viel Spaß. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich lange spielen will. Also privat werde ich es wohl spielen. Und ich finde gut, dass Nintendo aber jetzt diesen Weg geht und immer mehr kostenlose Spiele, ja klar, jeder mal kostenlose Spiele, Leute. Oh nein, hier, Schild, ich beschütze euch alle. Ja, dass sie diesen Weg gehen. Die haben jetzt auch ein Update irgendwie für Tetris 99 noch rausgebracht, was ich voll toll finde. Und das ist jetzt neben Tetris 99 halt das zweite Spiel, das umsonst ist, wenn man dieses Pokémon-Minecraft-Gedüns da mal außen vor lässt. Aber dieses Pokémon-Spiel gab es halt auch für... Ja, okay, ich sammle das ein, Leute, alles, kein Ding. Dieses Pokémon-Spiel gab es halt auch für Handy, deswegen sehe ich das nicht als kostenloses Spiel von Nintendo an. Irgendwie. Oh, das war richtig schlecht. Oh nein, ich habe nur gut gemacht. Die anderen alle exzellent, das war auch eigentlich nicht schwer. Verdammt. Es tut mir leid, ich habe euch enttäuscht, mein Team. Dabei war ich euer Team-Captain. I'm sorry. Oh, ist er schon tot? Als ob, das ging ja richtig einfach. Gut gemacht, Leute. Das ging ja richtig schnell. Krasser Scheiß. Aber ja, so ist das dann aufgebaut. Ich finde gut, dass man auch tatsächlich mit angreifen kann und dass das nicht einfach so ein Side-Scroller ist. Wie man das ja von Handyspielen oft kennt, dass man dann einfach seinen Dude da reinschickt. So ein bisschen wie Mii-Universe oder sowas. Da gab es doch sowas, oder? So Mii-Town, wo man dann mit Mies gespielt hat und da konnte man auch mit Freunden spielen, aber die sind dann halt von sich aus rumgelaufen und haben dann alles tot geknüppelt. Und in diesen Spielen muss man halt selber kämpfen und man hat sogar einige Kampfmuster. Halt so ein bisschen wie bei Smash. Das finde ich sehr gut. Und für als kostenloses Spiel auf jeden Fall top. Gut, dann würde ich sagen, diese Folge war halt viel kürzer. Meine erste Aufnahme ging einfach 40 Minuten, weil ich da natürlich noch gar nichts kannte und sowas. Aber ich habe jetzt die erste Hälfte einfach nur gelabert und die zweite Hälfte aber wenigstens gespielt. Ah, cool, man kann sogar an diesen... Hier kann man auch so cool. Oh, er kann aber auch nicht unendlich fliegen. Oh nein, nein, Kirby. Kirby, du musst da rum. Ja, aber sehr schönes Spiel, wie gesagt, umsonst. Solange ihr denn die Online-Mitgliedschaft von Nintendo habt. Und ja, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Let's Test. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, lasst mich wissen, wie ihr das Spiel findet.